lange Arbeit. Unsere Unfähigkeit, Malnea zu beschützen, war leicht absehbar. Die Rückeroberung wäre kein Problem, aber... Der Verlust von Vis Electra ist ein Versagen, das auf keinen Fall ungesühnt bleiben darf. Oder? Rico Rodriguez ist zurückgekehrt, geboren in demselben Feuer, aus dem heraus sich meine Macht entwickelt hat. Schon bald wird die Welt das ganze Ausmaß meiner Macht erkennen. Durch Rodriguez erhalte ich die Gelegenheit, sie zu demonstrieren. Vielleicht sollte ich ihn motivieren. Die wunderschöne Stadt Costa del Porto brennt sie nieder. Und wenn er kommt, um dieses unwichtige Städtchen zu beschützen, tötet seinen Freund. Jede seiner Aktionen wird eine schreckliche Reaktion von uns nach sich ziehen. Und dann wird die empfindliche Flamme der Revolution erlöschen, so wie sie es immer in der Geschichte getan hat. Benutzt die Panzer. Und damit herzlich willkommen zurück zu Just Cause 3. Nach dem Double Time vom letzten Mal, das Ende, gucken wir uns jetzt gerade an, wie die Stadt niedergebrannt wird. Wie können das so dumm sein, ey? Ihm gehört das und er bombt das einfach alles zu. Das macht irgendwo Sinn. Ja, auch noch mit Bombern, alles klar. Sonst noch ein Wunsch. Sie waren das. Sie schießen drauf los und spielen Krieg. Sie brennen unsere Häuser nicht nieder. Hör nicht darauf, was er sagt. Wir müssen das tun. Ich hatte keine Wahl. Aber ich werde es nicht vergessen. Die Panzer gehören mir. Du gehst in die Stadt, Mario. Du kriegst sie auf einem Silbertablett. Ah ja. Ich kriege sie auf einem Silbertablett. Ich mach mich auf den Weg in die Stadt. Dafür wird die Ravella bezahlen. Upsala. Nicht getroffen. Getroffen, aber ich hab nicht... Panzer, geh mal sterben. Panzer zum Spielen. Wie soll ich den jetzt zerstören? Bin ich so, das ist ein bisschen unfair. Alter. Weg. Oh, ich glaube, sie haben mich erwischt. Alter Verwalter. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, die leichter auszuschalten? Das war denn doch gerade ein bisschen heftig. Ich wollte mir eigentlich einen von den Dingern eigentlich klauen, aber... Irgendwie weiß ich nicht, was passiert ist. Rico zerstört die Panzer. Ich mach mich auf den Weg in die Stadt. Dafür wird die Ravella bezahlen. Haben wir irgendwo vielleicht hier oben ein Ding ist? Entschuldigung. Und dies. Genießt euer metallisches Gras. Jawohl, das sind schon mal zwei Panzer. Wird aber hier mal wieder ein bisschen auf vorsichtiger spielen.
Komm, komm, rein, 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 rein. Jawohl. Arschloch. Idioter. Idioter. Alles Idiotas. Kommen wir mal hier den machen. Na, was geht ab? Willst du zünden? Hier willst du zünden? Dann mach es halt selbst. Jo, kein Ding. Willst du eine Ladung Schrott? Ja, ganz bestimmt, Filia da Puta. Ich mach euch fertig. Jeden einzelnen von euch. Nehmt dies. Ich sollte nicht in die Flammen laufen. Warum geht ihr nicht drauf? Wir wollen hier so lange zum Draufgehen. Alter Verwalter, ist doch nicht wahr. Mario, was tust du da? Verstärkung am Arsch, Verstärkung, ey. Bam, in the face. Fallschirmspringer, ja, geil. Ey, komm! Manche sind relativ schnell da, manche sind relativ lange down. Ich schieße meistens daneben. Wo sind die anderen? Hab euch! Sie haben sie alle getötet, diese Bastardos! Wir müssen dich hier wegschaffen. Ich habe die Rebellen um Hilfe gebeten, aber draußen sind zu viele von den Ravella-Soldaten. Ich fürchte, sie sind alle. Nehmen wir mal den hier. Ich glaube nicht, dass das ein Überlebender ist. Hä? Wie soll ich das denn öffnen? Ich verstehe das nicht. Ja, schön, dass du da auf dem Präsentierteller. Ja, wie denn? Warte, ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee. Boah, bin ich pro-like. Bo! Oh. Das Bergungsteam wartet von Cirilla. Kommt sonst noch wer? Schafft Mario hier weg. Ich gebe euch Deckung. Vier Personen flieht. Nehme Verfolgung auf. Scheiße! Verstärkung! Geht das? Los, los, los! Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ach du Scheiße, warum ist das Ding denn ständig explodiert? Das gibt's doch nicht. Okay, interessant. Ich sollte, glaube ich, nicht an den Helikopter dran springen, das war keine gute Idee. Naja, was soll's, Kollateralschaden. Alles gut. Komm, hier, andere Waffe. Nimm dies. Jawohl, so geht das ab. So wird's gemacht hier, so wird's gemacht. Die Kackboons. Bäm, Junge, bäm.
Mal wieder zwischen MG und Dinges wechseln. Steht ein Panzer von denen noch gewesen? Steht die Jets? Die Jets hätten auch richtig heftig, wenn die gleich kommen sollten. Die Helikopter sind jetzt nicht ganz so stark, zum Glück. Zack, aber der ist ein bisschen heftig. Wer ist das? Nimm dies hier, Idioten. Boom. Alter Verwalter, ey. Komm, krieg den Helikopter. Also ich sehe den fast nicht immer, das ist mega kacke. Fast down, fast down, fast down. Jawohl, Helikopter down. Welcher Truck? Der da. Hab euch. Lol. Ah ja, interessant. Bäm, Junge, in your face. Und Mario's Truck ist schon ein bisschen angehittet. Scheiße, Helikopter. Komm, komm, komm. Helikopter geht auch down. Ach du Heilige. Keine Munition mehr für gar nichts, ey. Komm, steck doch da ein. Jawohl, ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Boah, bitte, sag, dass wir es geschafft haben, ey. Jawohl, sieht gut aus. Alter Verwalter, war das heftig, ey. Schnell, Mario, hau ab. Schnell, verschwinde, bevor die dich kriegen. Mission abgeschlossen. Jawollo. Weiter geht's. Wieso bin ich denn im Visier? Ich hab doch gar nichts gemacht. Rico, bist du da? Jo, alles klar, alles klar. Tja, du hast nicht over gesagt. Okay. Dima ist doch der Typ von den Außenseitern. Wo sollen wir denn hin? Oh, das sieht aber mies heftig aus, das Teil oben. Ich habe das gerade schon auf der so im Reellen gesehen. Das sah mies heftig aus. Ja gut, mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Hier ist die nächste Mission anscheinend. Wegpunkt setzen, da fliegen wir noch eben hin. Ja, sich nur noch, ob ich es hinterhandeln, dass wir da hinfliegen können. Oh, das wird ein bisschen knapp. Alles easy gedragt. Fliegen wir einfach mal dann vorbei an dem Teil da. Hep. Nein. Oh, Kacke. Das ist schon viel Speed aufgebaut. Ist jetzt auch nochmal lustig. Vielleicht kriege ich die Boote da. Dann ging es. Wenn ich das Boot da erwische. Und dann könnte ich bis von Küste zu Küste sehr wahrscheinlich schaffen. Komm, Boot. Jawohl, nice. Was noch im Boot? Scheiße, nicht geschafft. Das eine Boot habe ich zu spät gesehen. Und platsch. Jetzt geht's wieder. Wie schwimme ich?
Wieso? Und dann aber nach oben. Nach oben gucken einfach, genau. Perfekt. Ist noch irgendwo ein Boot? Jawohl, da ist ein Boot. Hi. Ich darf ja mal, ne? Ein guter Tag zum Schwimmen. Mal kurz Speedboot fahren, das macht natürlich auch Spaß. Heppa. Heppa. Boah, ist das Speedboot laut. Probieren wir mal was aus. Okay, es war gar nicht so cool, wie ich gedacht habe. Ziemlich langweilig eigentlich auch. Heppa. Heppa. Holy shit. Oh. Bauchplatscher. Wer hätte noch ein Speedboot gestanden, aber egal. Schaffen das auch diesmal so, hoffe ich mal. Dass wir jetzt nicht ins Wasser aufkommen, sondern einfach hier glatt übers Wasser fliegen können. Ohne Probleme, komm. Noch ein Stückchen, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. Nein! Und wir gehen ins Wasser, na super. Aber dann diesmal schwimmen wir, tauchen wir ein bisschen. Nach unten. Nee, nach unten ist ein bisschen blöd. Und tauchen wir noch mal wieder hier an die Oberfläche. Oberfläche, habe ich gesagt. Dankeschön. Und ich will jetzt dahin. Los. Jawollo. Und dann sind wir fast schon bei der Mission. Deswegen sage ich an dieser Stelle erstmal wieder danke fürs Zuschauen. Lasst eine kleine Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein bei Just Cause 3. Ciao, ciao.